Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vergleichstest. Heute der ultimative Vergleich, es heißt Akkuschlagschrauber von Bosch gegen Makita. Diese beiden Akkuschlagschrauber, einmal hier der Bosch GDS 18V300 und dann der Makita DTW 300, kämpfen beide in derselben Newtonmeter-Klasse, also ungefähr 300 Newtonmeter, und sind dafür natürlich für den Vergleich so gut wie gemacht. Deswegen also nun hier der Schlagabtausch Bosch gegen Makita. Ich bin wirklich gespannt, wer hier heute als Gewinner rausgeht. Deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los. Aber falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall jetzt diesen Kanal noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser beiden Geräte findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Ja, Bosch gegen Makita. Welcher ist der bessere oder eher gesagt der stärkere? Ein ziemlich schwieriger Vergleich. Dennoch hoffe ich aus dem heutigen Video hier ein Resultat zu bekommen, um zu sehen, welcher denn nun hier wirklich der stärkere ist. Beide Geräte kämpfen hier ungefähr in der 300 Newtonmeter Klasse, deswegen auch hier der direkte Vergleich. Außerdem zu erwähnen, beide Geräte, sowohl den Bosch als auch den Makita, habe ich schon einmal separat und ausführlich vorgestellt. Bedeutet heute wirklich bloß die direkte Gegenüberstellung und nicht die ganzen Details wie in dem einzelnen Review. Falls du dieses noch nicht gesehen haben solltest, schau es dir auf jeden Fall an. Ich werde dir beide Videos einmal hier oben rechts in der Ecke verlinken. Also würde ich sagen, starten wir gleich einmal mit der Gegenüberstellung und wie das hier so üblich ist, beginnen wir mit der Größe bzw. dem Gewicht. Wie man erkennen kann, ist der Bosch hier schon einmal etwas höher. Er steht natürlich auch auf dem großen 8 Ampere ProCore. Deswegen werde ich hier einmal von beiden Geräten die Akkus entfernen. Und nun sieht das Ergebnis schon wieder anders aus, denn hier sind wirklich beide Akkuschlagschrauber wieder fast identisch hoch, und zwar ca. 200 mm. Sobald man dann einmal von oben auf die Akkuschlagschrauber schaut, sieht man hier auch die Gesamtlänge, also wirklich von ganz hinten bis vorne zur Vierkantaufnahme. Und hier ist sehr schön zu erkennen, dass der Bosch wirklich noch einmal ein Ticken länger ist als der Makita, denn dieser ist ja schon extremst kompakt. Differenz beträgt hier ungefähr 25 mm in der Gesamtlänge. Ansonsten sind hier keine weiteren großen Unterschiede bezüglich der Gehäuseformate erkennbar. Dann also nun der Gewichtscheck. Ich bin einmal gespannt, welcher hier im direkten Vergleich schwerer ist. Würde ich sagen, lassen wir dem Makita mal den Vortritt. Und hier sind wir bei ca. 1180 Gramm. Der Akkuschlagschrauber von Bosch hingegen bringt diesbezüglich ca. 1230 Gramm auf die Waage, also etwa 50 Gramm mehr. Ist im Grunde nicht unbedingt viel und kommt wahrscheinlich durch die etwas kürzere Bauweise bei dem Makita zustande. Also hier sind wirklich beide identisch. Hinzu kommt entsprechend noch der Akku. Der ProCore 8 Ampere Stunden ist natürlich auch hier wieder etwas schwerer als der Makita, hat dafür aber auch 8 Ampere Stunden anstatt nur 5 Ampere Stunden. Also hier ist der Vergleich mit Akkus entsprechend Quark. Dann würde ich sagen, machen wir weiter bei der Handhabung. Beide Handgriffe sind hier wirklich sehr ergonomisch bzw. auch großflächig gummiert, sodass man hier wirklich eine hohe Rutschfestigkeit hat. Was mir aufgefallen ist, der Handgriff von Bosch ist meiner Meinung nach etwas kürzer und damit auch etwas kantiger, sprich man hat hier nicht so viel Spiel nach oben bzw. nach unten. Könnte also entsprechend bei sehr großen Händen etwas problematisch werden, aber ansonsten liegen beide Akkuschlagschrauber wirklich sehr gut in der Hand. Dann weiter mit den beiden Bedienelementen, also Drehzahlregulierung bzw. Rechts-Linkslauf. Bei Makita ist es so, dass hier der Rechts-Linkslauf beidseitig wirklich schön abgerundet ist, sodass man hier mit dem Daumen bzw. dem Zeigefinger lang gehen kann, um die Richtung zu wechseln. Beziehungsweise kann man auch erkennen, dass dieser wirklich sehr, sehr leicht geht. Der Rechts-Linkslauf beim Bosch meiner Meinung nach ebenfalls gut gelungen, denn dieser ist hier mit dem Akkuschlagschrauber so leicht abgerundet, sodass man auch hier mit dem Daumen bzw. dem Zeigefinger wirklich sehr schön langfahren kann. Im direkten Vergleich ist hier aber der Rechts-Linkslauf von Bosch etwas schwerer bzw. hier bei dem Makita ist dieser entsprechend leichtgängiger. Die Drehzahlen sind natürlich auch hier problemlos wählbar, bei dem Bosch von 0 bis 2400 bzw. bei dem Makita von 0 bis 3200. Die Schlagzahlen hingegen belaufen sich bei dem Bosch auf maximal 3400 bzw. bei dem Makita auf soliden 4000. Auch hier ist der Makita wieder etwas höher, doch ob das nachher in der Praxis vom Vorteil ist, werden wir im Praxistest sehen.
Einen großen Vorteil bezüglich der Dreh- und der Schlagzahl hat der Makita DTW 300 aber gegenüber dem Bosch, und zwar besitzt er hier unten ein großes Bedienpult. Und damit wären wir auch schon bei den Einstellmöglichkeiten bei der Akkuschlagschrauber, und ihr seht, der Bosch bietet hier unten lediglich einen Knopf. Dieser ist zuständig für, hier steht es auch nochmal, ABR, für das Automatic Bolt Release, also auf gut Deutsch automatischer Mutternlösemodus. Bedeutet, sobald der Akkuschlagschrauber die Mutter gelöst hat, hört er auf zu drehen, sodass die Mutter im Endeffekt nicht von der Schraube fällt. Für einen Akkuschlagschrauber auf jeden Fall ein Riesenvorteil, und ihr seht, man kann es hier aktivieren, aber auch deaktivieren. Der Makita hingegen bekommt sich diesbezüglich gar nicht mehr ein vor Lachen, denn er hat hier unten eine komplette Palette an Bedienelementen, wodurch man den Akkuschlagschrauber hier einstellen kann. Somit bietet er hier nicht nur 4 unterschiedliche Dreh- und Schlagzahlmodis, als auch ein Automatic Bolt Release, sondern man kann auch hier die LED vom Akkuschlagschrauber problemlos aktivieren, als auch deaktivieren. Also bezüglich der Einstellmöglichkeiten ist der Makita dem Bosch auf jeden Fall ganz weit voraus. Ob dies nun positiv oder negativ ist, muss wirklich jeder selbst entscheiden. Der eine sagt vielleicht hier, diesen ganzen Schnickschnack brauche ich nicht. Ich brauche nur einen Akkuschlagschrauber, der funktioniert, wo man hier vielleicht ein maximal 2 Knöpfe hat. Beziehungsweise der andere mag es vielleicht, wenn er hier wirklich jedes kleine Detail an seinem Akkuschlagschrauber verstellen kann. Also wie gesagt, muss hier wirklich jeder selbst wissen. Dann auch gerade eben schon erwähnt, beide Akkuschlagschrauber haben hier vorne LEDs verbaut, damit sie den Arbeitsort entsprechend gut ausleuchten können. Entsprechend würde ich sagen, nun Licht aus, und wir wollen dann mal schauen, welcher hier die bessere Ausleuchte hat. Ja, also nochmal herzlich willkommen hier in der Dunkelkammer. So sieht das Ergebnis hier vom Bosch aus auf der rechten Seite. Meiner Meinung nach eigentlich ausreichend hell, beziehungsweise auch hier schön großflächig. Und dann daneben noch einmal der Makita. So sieht das Ergebnis hier aus, auf jeden Fall um einiges heller und hier auch etwas breiter. Sprich, der Makita ist dem Bosch auf jeden Fall in diesem Thema voraus, und beide Akkuschlagschrauber besitzen selbstverständlich auch eine Nachklimmfunktion. So weit, so gut. Was gibt es hier an diesen Akkuschlagschraubern noch zu sehen? Ganz vorne angekommen natürlich die Vierkantaufnahmen, in beiden Fällen 1/2 Zoll. Also ein relativ gutes Format auch hier für die großen Schlagnüsse. Zum Antrieb hingegen brauche ich, glaube ich, auch nicht sagen. Beide Akkuschlagschrauber werden hier durch einen Brushless-Motor mit Drehmoment versorgt. Also wirklich ziemlich effizient, bedeutet keine Kohlen und längere Lebensdauer. Thema Akkulaufzeit kann ich ebenfalls hier nicht allzu viel sagen, da es natürlich abhängig ist, welchen Akku ihr hier verwendet. In diesem Fall würde ich jedoch hier einen 5 Amperestunden von Makita bzw. den 8 Amperestunden ProCore von Bosch empfehlen. Und damit sind wir eigentlich mit dem theoretischen Vergleich beider Geräte soweit durch. Bedeutet, jetzt geht es hier wirklich an den direkten Schlagabtausch beider Akkuschlagschrauber. Also lehnt euch zurück, jetzt wird es wirklich interessant. Ja, dann nun endlich der Praxistest hier dieser beiden handlichen Monster. Das heißt Makita DTW 300 vs Bosch GDS 18 V300. Beide sehr, sehr identisch. Ich habe schon mal alles für den Test vorbereitet. Bedeutet hier für Makita den 18 Volt 5 Amperestunden frisch aus dem Ladegerät. Beziehungsweise für Bosch genau das gleiche hier, den großen ProCore mit 8 Amperestunden auch voll geladen. Damit natürlich beide die maximale Power zur Verfügung haben. Und für euch extra vorbereitet hier ein weiterer Test, und zwar direkt an Radbolzen. Dafür habe ich einmal hier von meinem Fahrzeug eine Achse demontiert, um euch das wirklich zeigen zu können, sodass ihr das Drehmoment 1:1 auf euer Fahrzeug übertragen könnt. Denn hier herrscht natürlich ein etwas anderer Schraubfall, und so kann man es bestmöglich demonstrieren. Außerdem zu erwähnen, es haben mir wirklich einige geschrieben, dass ihr Bosch-Akku-Schlagschrauber es nicht schaffen soll, Radschrauben zu lösen, die mit 140 Newtonmeter etc. angezogen sind. Und da war ich wirklich relativ überrascht. Ich konnte es selbst nicht glauben, weil, ich meine, im Einzelreview haben wir bereits gesehen, dass der Bosch hier mehrere 100 Newtonmeter anziehen bzw. auch lösen kann. Deswegen finde ich es echt komisch, dass er nicht an der Radschraube 140 Newtonmeter lösen kann. Deswegen heute noch einmal der separate Test hier wirklich an den Radschrauben. Wenn er es nicht schaffen sollte, dann weiß ich wirklich auch nicht weiter, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deswegen lasst uns einmal starten hier mit den Radschrauben.
Okay, um auch diesen Schraubfall nun einmal hier etwas auf die Spitze treiben zu können, beginnen wir mit 140 Newtonmeter auf beiden Schrauben, einmal für den Bosch und einmal für den Makita und danach noch einmal mit 180 Newtonmeter hinterher. Also dann wollen wir einmal schauen, ob sie es hier wirklich schaffen oder nicht. Und der Makita war hier meines Erachtens nach etwas schneller, aber trotzdem, ihr habt gesehen, auch der Bosch konnte hier die Schraube problemlos lösen. Deswegen 180 Newtonmeter, ganz klar, sollte man nicht unbedingt auf seinen PKW aufbringen, aber hier für den Test geht das auf jeden Fall klar. Und auch hier der Makita wieder schneller, aber der Bosch hat auch problemlos die 180 Newtonmeter hier an der Felge lösen können. Deswegen kann ich nicht verstehen, wie er hier bei 140 Newtonmeter verzweifeln soll. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Okay, und damit nun einmal der Extremtest hier an den M24 Bolzen. Außerdem dieses Mal werde ich immer drei Bolzen anziehen und eine wieder mit dem digitalen Drehmomentschlüssel lösen, um das reale Drehmoment zu sehen, was man hier wirklich benötigt, um diese Schrauben dann entsprechend zu lösen. Denn dieses variiert natürlich immer etwas mit dem angezogenen. Deswegen hier das erste Drehmoment 130 Newtonmeter für beide Schlagschrauber. War absolut gar kein Problem. Innerhalb von wenigen Millisekunden, würde ich fast sagen, hier haben sie diese Schrauben gelöst. Gehen wir ein Stück weiter höher, mal sehen, was nun auf den Bolzen drauf ist. Ich bin gespannt. Und nun das Drehmoment. 190, 200 Newtonmeter. Pi mal Daumen. Auch hier, das ging absolut zügig. Gar kein Problem für beide Schlagschrauber. Nächste Schraube. 280 Newtonmeter. Ohne Zögern auch hier beide diese Schrauben gelöst. Obwohl der Makita minimal schneller. Gehen wir ein Stück weiter höher. Langsam wird es wirklich hier anstrengend. Und nun haben wir hier die 380 Newtonmeter auf den Schrauben. Ja, auch hier war der Unterschied wieder etwas größer, aber trotzdem beide konnten diese Muttern lösen. Ja, extra für euch hier außerdem noch ein größerer Drehmomentschlüssel. Das Teil macht bis zu 990 Newtonmeter. Also wirklich ein richtiges Monster und damit können wir nun einmal die beiden Schlagschrauber hier wirklich an ihre Grenzen bringen. Ich freue mich drauf, das nächste Drehmoment. Ich bin gespannt und 480 Newtonmeter. Langsam sollten wir an die Grenzen beider Schlagschrauber kommen. Los geht's. Der Makita ist schon fertig, unfassbar. Und der Bosch hat noch zu kämpfen. Und die Schraube ist auch hier von dem Bosch gelöst. Mit ziemlich großer Verzögerung, aber trotzdem, beide haben es noch geschafft. Und nun das nächste Drehmoment. Ja, es wird schon etwas knifflig hier. Und wir haben hier 600 Newtonmeter auf dem Drehmomentschlüssel. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer für beide Akkuschlagschrauber. Unfassbar, der Makita hat auch hier schon wieder die Mutter gelöst und der Bosch hat hier noch zu kämpfen. Mal sehen, ob er die Schraube oder die Mutter gelöst bekommt. Und gut, ein paar Sekunden hätte er hier wahrscheinlich noch benötigt, aber trotzdem, ich glaube, der Unterschied war hier sehr, sehr deutlich sichtbar. Weiter geht es mit dem Anzugsmoment. Beide Akkuschlagschrauber einmal mit 5 Sekunden und vielleicht danach noch mit 10 Sekunden. Müssen wir einmal abwarten. Also nun wird es gespannt. 5 Sekunden für beide Akkuschlagschrauber. Links Makita, rechts Bosch. Übrigens hier auch noch zu erwähnen, der Makita auf der höchsten Stufe. Beim Bosch gibt es nur eine Stufe. Beginnen wir beim Drehmoment vom Bosch Akkuschlagschrauber, 340 Newtonmeter, meines Erachtens nach auf jeden Fall recht ordentlich für 5 Sekunden, Entschuldigung. Und nun der Makita fühlt sich auf jeden Fall fester an, muss ich sagen. Und nun das Drehmoment, 540 Newtonmeter, Halleluja, für 5 Sekunden. Ich glaube, die 10 Sekunden können wir uns dann auch hier eigentlich sparen. Der Makita hat fast, könnte man sagen, das doppelte Drehmoment hier in den 5 Sekunden auf die Mutter gebracht. Also hier ist der Unterschied wirklich enorm. Ja, was soll man dazu sagen?
Und nun damit der letzte Test einmal hier im Holz. Ihr wolltet es sehen. Beide Akkuschlagschrauber haben nur 1,5 Zoll Aufnahme, deswegen hier die Adapter, beide identisch von DeWalt, beziehungsweise die Bithalter und Bits ebenfalls komplett identisch, damit auch hier beide Akkuschlagschrauber hoffentlich mehr oder weniger gleich abschneiden. Und hier Vollgewinde Spax-Schrauben für den ultimativen Test im Holz. Und auch nun bin ich gespannt, wer hier die Nase vorn haben wird. Mit den 10x400er Spax-Schrauben Vollgewinde, auf jeden Fall auch eine richtige Hausnummer. Mal sehen. Beide sind noch gleich auf. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Aber nun kommen sie langsam an ihre Grenzen. Die Hälfte der Schraube ist ungefähr drin. 10x400. Und der Bosch hat den Makita auf jeden Fall hier überholt. Um einige Zentimeter, das ist auf jeden Fall gut sichtbar. Aber auch hier der Test abgebrochen, es dauert einfach zu lang. Die Power ist nicht ausreichend. Einmal hier die Differenz, wir sind bei 6,5 cm bei dem Bosch und beim Makita bei 9,5 cm, also hier ungefähr 3 cm Differenz, sprich der Bosch war hier auf jeden Fall schneller. Finde ich wirklich interessant. Gehen wir noch ein Stückchen höher, da sie ja hier das schon nicht geschafft haben. 10x500, wenn sie die 400er nicht schaffen, schaffen sie die 500er, ist ja logisch. Und auch hier sind beide vorerst gleich auf, so wie es aussieht. Aber auch hier haben sie schon zu kämpfen am Anfang der Schraube. Also ich glaube, die 10x500er sind einfach für diese beiden Schlagschrauber doch zu heftig. Ja, deswegen auch hier den Test abgebrochen. Es bringt nichts. Wir können hier noch 10 Stunden warten. Schauen wir uns einmal die Ergebnisse an. Und nun haben wir nur wenige Millimeter Differenz. Ich würde sagen, beide auf jeden Fall identisch. Kann wirklich sein, dass bei dem einen Schlagschrauber ein Ast drin war und bei dem anderen nicht. Deswegen würde ich sagen, im Holz waren wirklich beide, sowohl der Makita als auch der Bosch, identisch. Und damit ein kleines Fazit. Ich würde sagen, unbedingt viel braucht man hier nicht sagen. Der Test war mehr als aussagekräftig. Angefangen noch einmal bei den Radschrauben. Wie wir im Test gesehen haben, schafften beide Akkuschlagschrauber problemlos die 180 Newtonmeter und das auch relativ zügig. Das Problem dabei, diesen Schraubfall kann man möglicherweise nicht 1:1 auf deine Radschrauben übertragen. Anfänglich schon, aber sobald die Radschrauben natürlich länger angezogen waren, zum Beispiel ein halbes Jahr, sind diese mehr oder weniger ankorrodiert und benötigen damit ein höheres Newtonmeter Drehmoment, um diese wieder zu lösen. Also etwas übertrieben, zum Beispiel nach einem halben Jahr im Regen, sind die Radschrauben wirklich so stark ankorrodiert, dass sie zum Lösen 500 Newtonmeter benötigen. Und das schafft, wie wir gesehen haben, der Bosch Akku Schlagschrauber nicht. Und deswegen muss hier wirklich jeder Schraubfall separat betrachtet werden. Dann weiter mit dem Extremtest, hier bis zu 530 Newtonmeter bei dem Makita. Hier war dieser auf jeden Fall Ellenlängen vorn im Vergleich zum Bosch. Dann einmal der Test im Holz, auch hier waren beide ungefähr identisch, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Auch speziell deswegen, weil der Makita vorher den Bosch so stark abgezogen hat. Aber wirklich ein sehr, sehr interessantes Ergebnis hätte ich nicht erwartet. Trotzdem, noch einmal zusammengefasst, beide sehr, sehr gute und handliche Akkuschlagschrauber in einem sehr kompakten Format mit meiner Meinung nach ausreichend Leistung für die tägliche Nutzung. Und damit war's das. Falls dir der Test und das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, beziehungsweise falls noch nicht geschehen, diesen Kanal schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um meine Arbeit zu unterstützen. Die aktuellsten Preise findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für dein Zutun, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.